So. Ihr geht dann mit ihnen wieder Richtung Schloss. Einfach der Nähe wegen, nehmt natürlich diesmal auch eine andere Brücke. In der Nähe von der Saline. Das ist so ein scheiß Salzabbaumuseum, was echt todeslangweilig ist, aber okay. Aber da ist auf jeden Fall auch dieses, wo am ersten Spielabend grillen war, in der Nähe dieses Kinderpiratenschiff. Und in einem Gebüsch, oder vor einem Gebüsch, im Schutze der Sicht der meisten, seht ihr den Wanstoken mit ein paar Kindern ihres Alters. Und die Stimmen wehen so ein bisschen zu euch rüber, weil die Kinder offenbar auch gerade unterstellen: Das traust du dich aber diesmal nicht! Und sie guckt sich kurz um, ob jemand hinguckt, beißt dann herzhaft in eine Glasflasche. Sterni. Sehr gut. Natürlich kommt dann ein Boah und krass und so ein Shit. Und ein paar von den Kindern. Na, es geht dann vermutlich um in eine Art Fangspiel über, wo der Wanst der Fänger ist, offenbar. Die Bierflasche liegt dann auch, also die wirft sie auch weg und so. Ansonsten sieht das ja noch aus, als hätte sie eine Waffe. Aber gut. Dann ab zum Schlosse. Der Weg wird vermutlich durch die großen Schlossgärten führen, natürlich mit Springbrunnen und allem drum und dran. Ist gar nicht over the top. Also kann man durchaus machen. Und werdet euch wieder in seine Gemächer verziehen. Erstmal. Wobei er unterwegs nochmal kurz stehen bleibt, um ein paar Anweisungen zu verteilen an seine Kollegen. Und sich dann dort wieder erstmal in den Sessel plumpsen lässt. Offenbar, so scheint es, hat ihn der Ausflug mehr angestrengt, als es sollte. Zumindest, als es den Kommandant anstrengen sollte. David, mach's uns mal ein Schnitzel. Klar, gerne. Ich hab grad tierischen Hunger und ich bin jetzt erstmal, ich sitze jetzt erstmal und ich meine 3 Tonnen über da rausbewegt habe. klar, kein Problem. Wo war die Küche? Ich habe hier nur so einen kleinen Herd und dann da drüben findest du eigentlich alles in dem Schrank. Guck Ach, dich einfach perfekt. um, ich habe nichts zu verbergen. Klar. Du, 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 du. Möchtest du auch was? Sophie? Was? Möchtest du auch was? Nein, danke. Wovon ist denn die schon wieder abgelenkt? Von der Ich Rüstung. weiß. Ich habe meinen Würfelton nicht offen, sagst du. David werkelt ein bisschen herum. Macht halt der Schnitzel. Es ist nicht ganz so einfach. Also, es ist ein bisschen ungewohnt, weil es nicht unbedingt die herkömmlichste Art zu kochen, ne? Ja, Ist ja auch eine fremde Küche. Ich meine, klar kriegst du das hin, aber es ist ja trotzdem ein bisschen komplizierter als sonst. Sophie, während du die Rüstung betrachtest, spürst du die Nähe zu einer Tür, die nur für dich da ist. Allerdings, für eine Tür braucht man ja einen Schlüssel. Ha! Haben wir ja schon gelernt. Aber dieser Schlüssel wird für dich vermutlich nur existieren, wenn du einen Teil deines Glamours dafür spendest. Dann wird sie das tun. Okay. Es ist keine sichtbare Tür, es ist nur eine Tür, die man spürt. Oder vielleicht auch ein Portal, das ist ja auch relativ Wurst. Und wenn du nun einen Teil der vom Traum verliehenen Kraft einspeist, dann würde ich diese Tür auch mitnehmen. Be right back. See. Sie nimmt dich mit, ein Ort, der unheimlich verschliert ist. Das heißt, dass die Farben der Welt ein bisschen
verzerrt manchmal aus ihren Formen ausbrechen an manchen Ecken. Es ist äußerst surreal. Du stehst in einer Schrebergartenanlage. Oh Gott. Es ist der verzaubertste Ort, den es überhaupt geben kann. Sie ist echt groß. Offenbar an einem Stadtrand. Neben dir laufen nicht wenige, bestimmt ein Dutzend gerüstete Rotkappen vorbei. Mit äußerst martialischer Rüstung, mit Handschuhen, an die offenbar einfach Dinge dran genagelt wurden, die scharf und spitz sind. Und mit mehr Hunger im Auge, als du es bisher bei irgendeiner Rotkappe, okay, das ist nicht schwer, gesehen hast. Über dir fliegen mehrere Luftschiffe, die offenbar mit Lederflicken irgendwie da dem Ballon gefertigt wurden. Mit kompliziert aussehenden, und auf jeden Fall haben die deutlich zu viel Zahnräder, Kanonen und Armbrüsten und anderem Kriegsgerät, langsam über dich hinwegschweben. Hinter dir kommt eine etwa gut 20 Meter lange metallene und hölzerne Kriegsschildkröte. Sie ist offenbar eine Art, ich meine das Wort, was dir am meisten in den Sinn kommen wird, Roboter. Das sind natürlich alles rein chimärische Dinge, ne? Diese Kriegsschildkröte wirst du zu spät bemerken, das heißt, sie wird mit ihrem gigantischen Fuß in dich hineinstampfen. Allerdings bist du offenbar form- und körperlos. Formlos nicht, aber körperlos. Keiner bemerkt dich, selbstverständlich. Wie denn auch. Die ganze Armada von Kriegern, aller Kiffs, zieht offenbar Richtung Ausgang Schrebergarten. Außer zwei Leuten, die auf jeden Fall echt ungerüstet sind. Unverschämt. Es sind offenbar faule Leute, die sich noch nicht richtig entscheiden konnten oder so, oder die einfach Pussys sind. Das sind David und du. In einem anderen Leben, mit einem ähnlichen, aber nicht gleichen Körper, aber selbstverständlich einem gleichen chimärischen Körper, denn du und David, ihr betretet gerade einen speziellen Schrebergarten. Also ein Häuschen darin. Sophie folgt dem, also sie geht hinterher. Im Schrebergarten steht nichts als ein gewaltiger Tisch. Die ganzen Möbel wurden offenbar rausgeschmissen in den Garten selbst. Thorald, in jungen Jahren. Man sieht auch an der Mode eurer Menschkörper. Ihr tragt geile Schlaghosen. und solche Sonnenbrillen mit flachen, etwas elliptischen Gläsern, so richtig gute Hippie-Brillen, okay? Hey, das ist jetzt meine Geschichte. Du hast es getragen und es sah verdammt stylisch aus. Man könnte vielleicht auch von Blumen auf der Schlaghose sprechen, sind wir uns aber nicht ganz sicher. Ja, eigentlich sind wir uns schon sicher. Da sind auf jeden Fall geile Blumen drauf. Natürlich bei dir, yo, Schneeglöckchen oder so ein Shit. Thorald steht auch da in der Rüstung, die du eben betrachtet hast, nur dass sie niegelnagelneu gefertigt, frisch glänzend poliert ist, mit einem Wappen, das da sein müsste, aber von einem blendenden Sonnenlicht überdeckt ist. Thorald begrüßt euch beide. Es wirkt so, als hättet ihr euch noch nie gesehen. Smalltalk wird aber offenbar gemäß der Situation übergangen. Und auf jeden Fall werdet ihr mitteilen, dass sie kommen, zahlreich, und auch die drei anderen. Und ihr werdet ihn fragen, ob er so lange die Linien halten kann. Und er wird dem zustimmen. Aber du siehst da schon ein bisschen Zweifel in seinem Auge. Und die gebt euch die Hand. Ihr schließt kein Neid oder sowas. Aber es ist trotzdem offenbar
nicht direkt feierlich, aber du weißt schon. Das, was man sich immer vorstellt, was Kampfbrüder haben, wenn sie in den Krieg ziehen oder in die Schlacht, dieses Verständnis von, wenn man sich nicht auf den anderen verlassen kann, dann stirbt wer. Dann, du hast auch noch einen Blick auf die Karte vor sich. Es ist hier relativ in der Nähe von Eisleben gewesen, also in der Nähe von Halle, meine ich. Wo verschiedene Figuren geschnitzte von fleißigen Heinzelmännchen offenbar da die Linien markieren und so. Du siehst auf einer Seite Einhörner und gut gerüstete Krieger, die Heinzelmännchen haben es verdammt gut getroffen. Mit glühend bemalten Augen und mit Formation und allem. Auf der anderen Seite siehst du im Wesentlichen einen Bauernpack mit Kriegsschildkröten. Mit Kriegsschildkröten. Und ein paar wenige, offenbar Formationen aus Trollen. Dann eine Autobahn und dahinter aufgemalter Nebel. Ah ja. Und ein Poco. Ach nee, das kann kein Poco sein. Shit. Und, oh ja, ein SED-Parteizentrum. So rum. Das war von dem Flieger, das nehmen wir. Danach wirst du übrigens wieder an die Wirklichkeit gezerrt. Es ist gar nicht so angenehm. Es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ja, sie braucht einen Moment. Ich weiß nicht, was ist denn passiert? Steht sie noch oder nicht? Oder was ist da? Na klar. Ich meine, wird sich denn jeder um dich kümmern, wenn du ein paar Minuten völlig abgelenkt dastehst? Ah, da kümmert sich da keiner mehr drum. Ist ja okay. Beziehungsweise weißt du ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber du stehst noch genauso da wie zu Anfangs. Vielleicht jetzt mit etwas zittrigeren Knien. Wieso hast du nicht gesagt, dass wir uns schon kannten? Ich hatte gehofft, dass du dich nicht mehr dran erinnern kannst. Oder ihr euch nicht dran erinnern könnt. Warum hast du das gehofft? Wir kannten uns? Ja. Weil es nicht cool, immer gut ist, in der Vergangenheit zu schwelgen. Mhm. Ich bring ihm seinen Schnitzel. Danke. Bitte? Jetzt musst du mal erzählen. Wenn wir uns kannten? Kaum. Das stimmt nicht. Ja, wir haben uns einmal gesehen und vorher ein bisschen Korrespondenz gehabt. Ist das, Bist du deswegen so merkwürdig? Wie soll ich denn darauf antworten? Ich weiß es nicht. Vielleicht sagst du mir einfach, was los ist. Du wirkst irgendwie ablehnend. Und ich frag mich, warum. Und ich schätze mal, dass es was damit zu tun hat. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Wenn ihr euch nicht erinnert hättet, hätte ich euch Vorwürfe machen sollen? Hätte ich nicht. Wird schon Gründe gehabt haben. Es wird schon. Wofür? Ihr seid nicht gekommen. Wohin? Es gab vor 50 Jahren ungefähr, gab es einen Krieg. Ja. Die Mondkriege, so viel weiß ich schon. Hm. Ja, und wir waren offensichtlich ein Teil davon. Nein, das wart ihr nicht. Oder wollten es sein. Ich weiß nicht, ob es klug ist, das laut zu sagen. Warum? Der Krieg war verloren, okay? Also ich meine, man hört, wir hatten Vorteile, man, wir kannten uns in der Welt aus, aber keiner hätte auf einen Schienen eine Pistole oder sowas gerichtet, selbst wenn wir da einfach rangekommen wären. Wir sind ja nicht in Scheiß-Amerika. Auf jeden Fall,
hätte keiner gemacht, weil der, wenn der Traum uns was zurückgibt, auch wenn es Krieg ist, dann zerstören wir das nicht mit. Mit so einem Mittel. Aber wir wussten, wo wir uns verstecken konnten, weil wir die Banalität aushalten und die würdigen schien nicht. Aber am letzten Endes, wir wurden an jeder Ecke ab irgendeinem Punkt überrannt, wo sie sich einigermaßen akklimatisiert hatten und wo die Skatach zu ihnen stießen und sie unterwiesen haben in der Welt. Und es schien uns eine gute Idee, auf der Welt die Gemeinden zusammenzutrommeln, um ein Fleckchen Land für uns zu beanspruchen und nochmal aufzustehen und stehen zu bleiben. Es war keine gute Idee. Und ich weiß nicht, ob es gut ist zu sagen, dass du deine Neutralität aufgeben wolltest und die anderen überzeugen wolltest, dass sie das auch tun. Ich glaube, das hatte ich schon. Das hattest du damals gesagt, ja. Und ich glaub dir das auch. Aber? Keine Ahnung. Ihr seid nicht gekommen. Nun. Und man hat nie wieder von euch was gehört. Von euch vier nicht und von dir auch nicht, David. Also ich wusste damals nicht, welcher David du bist und ich glaub du auch nicht. Möglicherweise. Aber, mal so eine ganz rhetorische Frage. Wenn wir nicht wiedergekommen sind, sind wir wahrscheinlich gestorben und sind jetzt wieder da. Richtig? Könnte das Grund sein, warum wir gestorben sind? Wir wollten zu dir kommen und sind gestorben. Vermutlich gestorben worden. Oder ihr habt euch umentschieden. Das Ding ist folgendes. Du warst so überzeugt davon, dass der Traumstein woanders hin muss, dass du David überzeugt hast, ihn zu stehlen, und ihr habt euch seitdem versteckt. Selbst als die Schienen nicht hier waren, habt ihr euch versteckt. Ich glaube, das war gut. Und du schienst damals genauso überzeugt. Also ich nehme an, genauso überzeugt, aber du warst verdammt überzeugt, dass das getan werden muss. Aber das heißt doch nicht, vielleicht hast du eine Vision. Man sagt, wenn die vier Orakel sich treffen, dann erhalten sie andere Eingebungen. Vielleicht hast du gesehen, dass es nicht gut ist, das zu tun. Und dann wäre alles so gekommen, wie es hätte kommen sollen. Es nützt jetzt wenig, wenn ich dir sage, ich glaube das nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich es irgendwann raus. Wenn es so ist, sage ich es dir. Ja, aber ich wollte das auch nicht anbringen. Was soll ich denn sagen? Die Sache ist doch auch die... Behaltet das mal schön für euch. Ist vielleicht besser. Nur mal so eine Frage. Wer waren unsere Gegner damals? Und leben die noch? Na klar, leben die noch. Die Ski sitzen an Höfen, wo sie fast nicht altern. Ich meine, ja, manche sind der Banalität unheim gefallen und konnten nicht mehr gerettet werden. Es ging zu schnell. Und manche sind auch, ich glaube, 1, 2, 3, 4, was weiß ich, wie viele sind einen natürlichen Todes gestorben, aber die viele wurden auch wiedergeboren. Keine Ahnung, ich habe keinen Überblick, aber ich meine, viele Trolle sind relativ schnell auf ihre Seite gekommen, verständlicherweise, und was mit denen ist, keine Ahnung, aber es war für Verhältnisse von Feen, wo wir jetzt nicht unendlich viele sind, war es eine etwas größere Auseinandersetzung an der Stelle. Also war damals Graf Slakash auch gegen uns.
Was heißt gegen uns? Für die Schienen. Gegen eine Rebellion, die wir angezettelt hatten, wenn du so willst. Ich glaube, ich weiß warum. Habe ich den Traumstein erst da versteckt oder habe ich den vorher schon versteckt? Nein, das hast du früher getan. Gut. Was hast du zu einem Zeitpunkt, also ich habe nochmal nachgeschlagen, noch gestern, der wurde, also anders, Hochkönig Dougal gibt es schon seit unendlich langer Zeit nicht mehr, von daher. Also auf jeden Fall vorm Bersten. Auch wenn du was gesehen hast oder dich erinnert hast und auch wenn du dich wieder erinnern wirst, David, vielleicht, es mag frisch sein in der Erinnerung oder vielleicht weniger egal. Die Wunden haben sich geschlossen und wir sollten sie nicht aufreißen. Jedenfalls nicht ohne triftigen Grund. Wir sollten sie nicht aufreißen, David. Ich weiß nicht, wie du gelitten hast, weil ich nicht weiß, was mit euch passiert ist. Und ich glaube nicht, dass, wie auch immer, aber du warst nicht dabei. Wir haben eine... Willst du es wissen, wenn ich herausgefunden habe, was passiert ist? Denn danach suchen werde ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich glaube, dass das in einem Zusammenhang steht, der... Sie schüttelt den Kopf und beendet den Satz nicht. Du bist mein Mündel und ich werde dich bei einer Suche, von der du denkst, dass sie wichtig für dich ist, unterstützen. Und ich werde dafür sorgen, dass das Schöne erstmal bei dir bleibt und bei allen, denen du es mitteilen willst. Und wenn du den Grund kennst, kannst du entscheiden, wem du das sagen willst. Ich frage dich, ob du es wissen möchtest oder nicht. Natürlich will ich das wissen. Gut. Aber wenn du es weißt, dann überleg dir genau, wie du dieses Wissen verwendest. An dem Tag haben wir, ich meine, so schrecklich Einhörner sind. Wir haben ein ganzes, wie nennt man das, Rudel, was weiß ich, 40 Herde solcher, ja, genau, eine Herde. 40 solcher Viecher durch einen taktischen Rückzug direkt an der SED-Parteizentrale vorbeigelockt und sie wurden von der Banalität vernichtet oder in Reiche des Traums verbannt, die uns unbekannt sind. Wir haben damit ein Stück Glamour für immer verbannt. Danach sind die Kriegsmaschinen der Nöcker haben Feuer und Asche auf Ski regnen lassen und wir haben erneut unendlich viele Feen, die gerade so wieder auf dieser Welt angekommen waren und die Welt auch reicher gemacht haben, in den Tod geschickt. Wir wissen nicht, wie viele zurückgekommen sind. Bei Ski ist das ein Rätsel. Deswegen war ja auch jeder so, als du hier ankamst und jeder dachte, okay, ist Katach. Es wurde an dem Tag wirklich viel, weil wir halt dachten, dass wir das irgendwie noch wenden können, wenn ihr kommt, aber... Was sollten wir für euch tun? Die vier Orakel vereint man. Das ist ein Statussymbol, das viele, die nicht mehr kämpfen wollten oder die noch nie kämpfen wollten, hätten... viele mit euch gebrachten Heer. Aber es sind an dem Tag genug gestorben. Wir haben versucht, ich meine, wir wussten, dass wir die Linie nicht halten können. Als die Einhörner durch waren und die Fiona auf uns herabstürmten und die Erde brannte und also haben wir die Nebel gerufen und die Rotkappen kamen aus Hinterhelden und haben sich auf sie gestürzt und weißt du, das Schlimme an dem Tag war, als noch ein paar von uns standen, nicht ganz wenige, haben wir den Nebel verloren, weil waren genug. Ein Hochkönig tauchte auf. Das war das erste Mal, dass wir wirklich einen gesehen hatten und er hat mit einer
mit Sonnenkraft, die du dir nicht vorstellen kannst. Die Nebel vernichtet uns geblendet und ein paar von uns wollten immer noch kämpfen. Und dann... Es gibt alte Eide zwischen Trollen und Ski. Wir sind schon immer auch ihre Bewahrer gewesen und die, die sie schützen. Und damit, weißt du, nicht auf so eine Art, dass wir alles gutheißen. Und das alte Sprichwort ist auch heute noch gültig. Wenn sich ein Ski nicht mehr auf seine Trolle verlassen kann, dann wird er bald nicht mehr Herrscher sein. Auf jeden Fall, ab irgendeinem Punkt ist es an der Zeit, dass jemand sagt, dass Schluss ist und genug Gemeine gestorben sind. Und an dem Punkt beugt er das Knie. Er beugt das Knie vor den Ski, denn das ist das einzig Richtige, verstehst du? Aber das Schlimme an dem Tag war, dass einige, die waren verzweifelt, weil dort, wo die Ski zum Teil schon Macht ergriffen hatten, hatten sie natürlich... Alte, und es war nicht immer schön für die Gemeinden dort, gerade am Anfang. Da wurden sehr, sehr, sehr unterschiedliche, die Ansichten waren doch sehr unterschiedlich und da wurden noch sehr viel ältere Regeln, als sie jetzt Bestand haben, angewendet. Und einige waren so verzweifelt von uns, dass sie mit Speeren aus kaltem Eisen auf die Ski zustürmten. Und ich sah, wie sie zustachen und sich dabei selbst immer wieder Wunden zufügten. An diesem Tag wurde der Krieg beendet. Und wenn du Wissen erlangst, was geschehen ist, dann solltest du dir gut überlegen, ob du Wunden nochmal aufreißen willst, die so tief gehen wie diese. Die Speerträger sind in Qualen auf den Boden gegangen, nachdem ihr Fleisch von der Banalität aufgezehrt wurde, ihre eigenen Waffen. Sophie schaut ihn nur an, während er erzählt hat. Es liegt nicht in meinem Interesse, irgendwelche Wunden aufzureißen oder irgendetwas anderes zu tun. Ich habe dich lediglich gefragt, ob du wissen möchtest, was passiert ist, was der Grund war, weswegen wir nicht zurückgekommen sind, wenn ich es herausfinde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass du ein Recht darauf hast, das zu wissen. Ja, ich will es wissen, aber ich will, dass du bist nicht dumm, dass du mit diesem Wissen vorsichtig umgehst. Und es liegt nicht in meinem Interesse, mich auf den Marktplatz zu stellen und die Geschichte dieser Schlacht daraus zu posaunen oder in irgendeiner Form. Ich weiß es nicht. Das an diejenigen heranzutragen, auch wenn das vermessen klingt, wenn ich das jetzt sage, aber von denen ich glaube, dass sie das nicht wissen sollten. Als Troll im Dienste meines Grafen kann ich dir nur sagen, dass die, von denen ich glaube, dass du von ihnen sprichst, immer ein Recht haben zu wissen, was in ihren Landen vor sich geht und welches Wissen du erlangst, das hast du mit ihnen zu teilen. Und als dein Mentor kann ich dir nur sagen, das, was du sagst, ist absolut richtig. Und wenn es nötig ist, dann werde ich dir selbst den Mund verbieten, als dein Mentor, um dich zu beschützen. Das gilt natürlich für euch beide. Danke. Sie lächelt ein bisschen. Auch wenn ich befürchte, dass ich bei dir, David, gar nicht so gut bin, das oft genug zu schaffen, vor allem nicht so schnell. Nun. Und ich denke, ich werde mich nur über dieses Verbot hinwegsetzen, wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen. Das werden wir ja sehen. Allerdings in meinen müden alten Knochen steckt nicht mehr die Kraft, dir das Mund zuzukleben. Meine, das kriege ich auch noch hin. Sie lächelt. Ich glaube schon, dass du dazu durchaus in der Lage bist, aber es gibt auch andere Möglichkeiten zu sprechen.
Nicht, wenn du ihn die ganze Zeit vor seinem Schnitzel abhältst. Soll ich dir noch eins machen? Lass mal, danke. Im Löwengebäude befindet sich übrigens eine Bibliothek, wo ihr vermutlich zu vielen Themen, die jetzt auch KISS und sowas angehen, wenn ihr da eine bestimmte Perspektive sucht oder sowas, die ich vielleicht nicht habe, was findet. Ist das freies Wissen oder ist das... Natürlich. Also Wissen. Ich meine, das ist ein, die Hallen und die Bibliothek sind im Hause der, fuck. Ne? Der nämlich. Fiona. Der Herrin der Lehrer. Alles, was du dort findest, ist auch für dich frei, ja. Sie sammelt da irgendwie. Du kannst auch was hinbringen, wenn du irgendwie was in Besitz kommen solltest, wo du denkst, das ist für alle wichtig, dann kannst du das hinbringen, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du Wissen suchst zu diesem Tag, dann kann es sein, dass dort was ist. Es wird niemand überprüfen, was du liest. Es ist auch keine Bibliothek, wo du was ausleihen kannst, also... Und ich weiß, du verfügst über andere Möglichkeiten, aber manchmal muss man ja wissen, wo man wie sucht. Ja. Trotzdem frage ich mich, was passiert ist. Entweder habe ich mich tatsächlich umentschieden, aber wenn mich irgendjemand wirklich getötet hätte, wäre das nicht bekannt geworden unter diesen Umständen? Man hörte auch nichts mehr von eurem Heer. Sophie... Es muss nicht sein, dass das unbedingt... Ich meine, wir auf dem Schlachtfeld hätten davon nichts erfahren können, natürlich. Und andere, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, welchen Weg ihr genommen habt. Vielleicht hattest du eine Vision, die du mithilfe der anderen Orakel, weil sie vielleicht andere Stücke davon hatten, nochmal anders deuten konntest. Und ich möchte, dass du jetzt weißt, dass das in Ordnung ist. Natürlich war es auch mit, für mich mit diesem Wissen, was ihr, von dem ich nicht wusste, ob ihr es habt oder nicht, nicht einfach. Aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Egal, was an diesem Tag passiert ist. Also wenn du dich umentscheiden musstest zu unser aller Wohl, dann ist das vollkommen okay. Ja, dann würde ich gerne wissen, warum. Ich möchte, sei nicht beleidigt, aber ich möchte es nicht unbedingt um deinetwillen wissen. Auch, das hatte ich nie gedacht. Die Suche nach der eigenen Vergangenheit ist für die meisten Feen was ziemlich Wichtiges und in deinem Fall, oder in eurem Fall, ja klar. Aber wenn es so weit war, dass die Orakel zusammengekommen sind oder es wollten, dann gibt es dafür einen Grund und ich glaube, dass etwas verhindert werden musste, sollte, was dann wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Vielleicht. Vielleicht habt ihr auch gegen einen nicht mehr bekannten Eid verstoßen. Vielleicht wurde Neutralität tatsächlich mal festgesetzt in einem Eid und der Traum hat euch gestraft.
Das wäre zumindest auch etwas, wo ich definitiv nirgendwo sagen könnte, wo ihr darüber was findet. Müsste ich das nicht irgendwie fühlen oder wissen? Wenn du schon bestraft wurdest, nicht? Es gibt jemanden, der vergangene, jemanden, der alle Eide aufzeichnet. Das ist cool. Wer ist das und wo finden wir den? Man nennt ihn der Schmied. Also zumindest in dem Kulturkreis hier. Ich habe keine Ahnung, wo man ihn findet. Eigentlich es ist es wie mit den Höfen der Hochkönige. Man hat überall einen Zugang zu ihm, aber ich glaube, dass wie genau man den findet oder öffnet, weiß ich nicht. Es gibt einige, vor allem Esho, die behaupten, zum Teil glaubhaft, dass sie ihn besucht haben, aber... Was ist eigentlich mit den Esho? Sammeln sie Geschichten oder so etwas? Kann ja. das sein? Sie nennen sich etwas... wie ist denn da das richtige Wort? Blasphemisch ist nicht das richtige Wort. Ja, ist auch egal. Das ist natürlich nicht angebracht, aber sie nennen sich die Könige der Straße und sie haben durchaus Wurzeln, noble und adlige Wurzeln, die weit zurückgehen. Sie bleiben eigentlich nie lange an einem Ort, sie reisen viel und häufig allein, um hauptsächlich Abenteuer zu erleben. Also Neshu wird auf jeden Fall sich keine gemütliche Reise aussuchen. Und sie sammeln dort Geschichten und sie bringen Geschichten weiter. Manchmal bringen sie etwas Chaos mit, wenn ihnen danach ist, oder manchmal auch natürlich nicht. Es ist auch unterschiedlich, je nachdem, wen man vor sich hat. Und sie sind immer auf der Suche nach dem Neuen, nach dem Ungewissen, und sie finden immer den Weg zu ihrem Ziel, auch wenn sie natürlich manchmal denken, sie hätten eigentlich ein anderes Ziel. Sie kommen immer an. Sie kommen auf jeden Fall immer an. Aber sie wählen dabei instinktiv den interessantesten Weg, nicht unbedingt den einfachsten oder direkten. Manche finden erst dann in ihrem Lebensende das, wonach sie eigentlich gesucht hatten, von dem sie nicht wussten. Es sind aber häufig schon auch Trickser, die mit Vorsicht zu genießen sind. Zumindest wurde uns sowas schon mal gesagt. Sie treiben gern Spiele und natürlich mögen sie es auch gern, andere in eine Position zu bringen, die schlechter ist als ihre eigene, wenn sie irgendwie was aushandeln oder so. Dabei müssen sie nur selbst aufpassen, denn Esho sind verdammt anfällig für... Ich meine, sie prahlen gern, sie sind durchaus stolz, zumindest die meisten. Und die meisten kann man auch in die waghalsigsten, bescheuertsten Situationen locken, indirekt. Denn ich meine, wenn du eine Wette mit einem Esho abschließt, wo er sich in einer Herausforderung sieht, auch wenn die ziemlich tollkühn ist, dann wird er meistens sagen, aber natürlich schaffe ich das, ich zeig dir, wie das geht. Und wenn ich zurückkomme, werde ich dir genau erzählen, wie es sich abgespielt hat. Du kannst meine Rückkehr mit Staunen erwarten. Aber ein bisschen ausgeschmückt, nehme ich an. Nicht über die Maßen. Nicht wie ein Puka eine Geschichte ausschmücken würde, aber... Nur so sehr ausgeschmückt, dass es eine gute Geschichte ist, aber sie übertreiben... Sie würden sich nicht selbst übermäßig... Ich meine, natürlich setzen sie sich in gutes Licht, das macht ja jeder, aber sie würden nicht sagen... Sie erfinden keine Herausforderungen dazu, die sie erlebt haben. Nein, das meinte ich auch nicht. Aber so ein bisschen ausgeschmückt, ja. So, das ist eine gute Geschichte. Eine kunstfertige Geschichte. Ja. Und dann war mein Eindruck also nicht falsch. Offenbar nicht, nie. Gibt es eigentlich irgendwas, wo wir aufpassen müssen? Du meinst bei den Kiffs? Ja. Irgendetwas, was man in bestimmten Fällen dringend vermeiden sollte. Ich nehme an, einem Slur sollte man nicht unhöflich begegnen.
tendenziell in Abstufungen natürlich, aber... Die meisten der Slua schätzen das Bemühen der Höflichkeit, weil sie wissen, dass du nicht ihre Etikette einhalten kannst. Aber wenn du dich nicht bemühst, dann ja, das solltest du durchaus vermeiden. Das Gewässer einer Meerjungfrau solltest du auf jeden Fall achten. Und wenn du weißt, dass es das Gewässer einer Meerjungfrau ist, solltest du vorher fragen, bevor du irgendwas mit dem Wasser machst oder reinsteigst oder so. Okay. Wie erkenne ich das Gewässer einer Meerjungfrau? Es ist leicht verzaubert. Du erkennst es. Okay. Kann ich dann einfach wild um mich, also wenn ich an den Fluss komme und der ist verzaubert, dann gucke ich einfach hin, darf ich durch den Fluss warten, weil ich da durch muss und dann klappt das oder hört die das nicht? Immer. Naja, so ein Fluss kann ziemlich lang sein. Du musst es nicht drauf, ja, hier gehört nicht der gesamte Fluss. Oder ihm. Du solltest im Zweifel nachfragen. Viele basteln ein kleines Boot zum Beispiel aus einer Nussschale und flüstern eine Nachricht in den Bootsrumpf und schicken ihn damit aufs Gewässer und wenn, dann wirst du schon eine Antwort kriegen. Wenn du keine kriegst, dann würde ich mir lieber eine Brücke suchen. Okay. Dumme Frage. Wie nennt man männliche Meerjungfrauen? Meerjungfrauen. Okay. Ich dachte, das war ein Meerjungmann-Frau oder so. Nee. Meerjungfrauen. Frag mich nicht. Okay. Wäre jetzt blöd, wenn man so eine bärtige Dame vor sich anspricht und dann ist das, ne? Also. Vielleicht beleidigt man sie ja damit. Und das wäre doof, wenn man sowieso schon hüfttief im Wasser steht, weil man, ne? Gerade es eilig hat. Ich glaube, das ist okay, aber. Ich glaube, dass knietief schon im Wasser stehen und eilig haben ist eher das Problem, als dass du sie richtig betitelst in dem Moment. Na gut. Nicht in den Rachen eines, einer Rotkrabbe mit Hunger gehst du generell aus dem Weg. Wenn die Nebel kommen, dann kann das gut sein, dass du die Beute bist. Dann solltest du das auch direkt verschwinden. Okay, wie verschwindet man am schnellsten von denen? Du nimmst die Beine in die Hand und rennst. Okay. Und du schreist... Thorald, der Kommandant der Hofgarde des Salzhofes, ist mein Mentor. Am besten mehrmals. Ja, das sollte mich das nächste Jahr schützen. Betrunkene Satyr sind auch so eine Sache für sich. Ich meine, die... Oder Gelangweilte. Nee, ja, Betrunkene... Ich meine, sie übertreiben es manchmal mit im Augenblick leben und die Emotionen voll rauslassen. Und wenn man betrunken ist, wird man auch manchmal wütend. Und dann geht's, ich meine... So ein Huftritt im Gesicht macht sich nicht schön. Verstehe. Und ansonsten bei Härtlingen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Härtlinge, Wesen halt aus halb Feuer, sie müssen halt immer für irgendwas brennen. Und ich würde euch raten zu vermeiden, versucht irgendwie es anzustellen, dass sich ein Härtling nicht in euch verliebt und damit für euch brennt, das ist nicht zwingend schädlich für euch, aber es kann verdammt anstrengend sein, weißt du? Und warm. Nein, nicht in dem Sinne. Sie... ich meine, die...
Vielleicht wirst du mit Geschenken überhäuft oder sie rennen dir die Tür ein und was weiß ich. Weißt du, die Liebe eines Härtlings ist nicht zwingend verzehrend, aber wenn sie richtig für dich brennen, dann ist das bestimmt genauso anstrengend wie die wahre Liebe eines Satyrn. Bloß, dass die Liebe eines Satyrn unter Umständen dann 3 Tage anhält. Und Satyrn, zumindest sagt man ihnen nach, dass sie da einige Qualitäten haben auf der einen und der anderen Seite. Und bei Härtlingen sind sie vielleicht einfach nur mehr als manisch. Okay. Okay. Was sagt man so über unser Eins? Die höflichen Sachen? Nein, die unhöflichen, bitte. Ich meine, wenn ich jemanden jetzt sagen müsste, wofür müsste ich mich bei dem Heinzelmännchen in Acht nehmen? Naja, wenn du seine Dienste nicht wertschätzt oder seine Hilfen, dann könnte das ja schlecht für dich ausgehen. Und manchmal sind die Hilfen meines Heinzelmännchens, Hilfe ist ja auch eher subjektiv, ne? Ich muss meinen Haushalt nicht mehr führen, wenn du ihn abfackelst. Ja. Und Heinzelmännchen, gerade mit Menschen, haben häufig Eide ausgehandelt, die nicht immer günstig für die Menschen waren. Also liegt das definitiv in meiner Natur der Sache, dass ich sehr pragmatisch bin. Nein, das liegt nicht in deiner Natur. In deiner Natur liegt, was du fühlst, was in deiner Natur liegt. Die Spanne zwischen Heinzelmännchen ist groß. Ich meine, Rumpelstilzchen war ein anderes Heinzelmännchen als die Heinzelmännchen beim Schuster, oder? Ja, wenn die Geschichten so wahr sind, dann ja. Ich meine, dem Rumpelstilzchen kann man ja schon die Intention unterstellen, dass er diese Prinzessin da angefüttert hat und schon von Anfang an das Kind wollte, weil, ich meine, warum denn nicht? Während die anderen Wichtel da, die wollten erstmal was Gutes und dann hat es der Mensch nur versaut, so wie sie es halt immer tun. Dann weiß ich ja jetzt, wovor ich mich bei dir in Acht nehmen muss, sagt Sophie und zwinkert damit zu und schmunzelt ein bisschen. Tja, Mädchen. Sei nett zu mir. Okay. Was gibt's noch so? Ach ja, David, lass dir das bitte keine Inspiration sein. Doch, ich bin so, wie ich bin. Sie grinst. Das habe ich befürchtet. Was es noch so gibt, es gibt schon in Elementen Feen, aber das ist schwer zu... Ich kann mit denen nicht viel anfangen. Ich war auch nie besonders interessiert an denen, weil sie so extrem fremd sind. Wir alle haben ja doch auch eine starke menschliche Seite, aber jemand, der ein Baum ist, keine Ahnung, das ist schon... weiß nicht. Es gibt sehr viele andere Arten von Feen noch. Die Kiffs sind wirklich vielseitig. Es gibt die Pummkabel, die Menschen da vor großen Seuchen und Ausbrüchen schützen, indem sie kranke Leichen essen, zum Beispiel. Und es gibt Silky, so eine Art auch Wanderer, die aber in Gruppen Familienmenschen sind und für die das Wort Eigentum wirklich ein riesengroßes Fragezeichen sind, den du dieses Wort auch nicht erklären kannst. Die können es auch wirklich einfach nicht verstehen. Die meinen es auch nicht böse. Ich meine, das kann natürlich das wirklich blöd sein. Also das Vorurteil der Sinti und Roma. Quasi, bloß dass es in ihrem Fall halt tatsächlich kein Vorurteil ist. Okay. Bei den Sinti und Roma natürlich schon, aber bei den Silky,
sie kennen das Wort einfach wirklich nicht und sie verstehen auch das Konzept einfach wirklich nicht. Sie meinen das auch nicht böse, aber sie kennen das einfach nicht. Und ihre dunkleren Brüder, die Piski, die sind ähnlich, aber die sind sehr viel mit dem... die rauben auch häufig Kinder, um sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Wobei, ich weiß nicht, ich habe schon ewig nicht mehr davon gehört, dass mal welche gesehen wurden. Ich weiß nicht, ob es dies noch gibt. Und Kinderschrecken, das machen ja dann doch viele. Deswegen, ich bin mir da bei denen wirklich nicht sicher, was das eigentlich ist. Das Ding ist einfach, dass in jedem, innerhalb jedes Kiffs die Auslebung der eigenen, höchst unterschiedlich ist. Ein Slua kann Gruselgeschichten von Lovecraft in einer öffentlichen Lesung vortragen. Ich weiß, bitte fragt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie. Es muss eine sehr kleine Lesung sein und die Leute müssen sehr nah beieinander sitzen. Aber durch magische Kräfte können sie natürlich einiges verstärken und dann können sie sich am Schauer der Leute erfreuen. Oder ein Slua terrorisiert einen Menschen so lange, bis er sich aus Panik vor dem Einschlafen aus dem Haus stürzt. Und aus beiden kann ein Slua seine Kraft ziehen. Versteht ihr? Es gab Rotkappen, die während der industriellen Revolution, die für viele für uns der Rand der Nicht-Existenz war. Sind manche Rotkappen aufgelegt, weil der Hunger der Fabriken sie, mit dem konnten sie sich irgendwie verbinden, der Hunger nach Menschen, die da drin halt irgendwie runtergewirtschaftet wurden, natürlich auch nach Materialien, die da reinkamen. Und andere sind halt immer noch in Rotten umhergezogen, noch auf der Suche nach einzelnen Wanderern, die sie verschlingen oder sowas. Sehr faszinierend. Es gibt Einzelmännchen, die heute herumziehen und versuchen, für soziale Dings, für Gleichheit da zu sorgen, weißt du, hier irgendwie Zeug verteilen, die in den armen Speisungen da arbeiten. Und es gibt welche, die sagen, du kannst deine Kinder nicht ernähren, ich nehme dir eins weg. Sieh, wie ich dir geholfen habe. Nur wieder muss das Jugendamt einmal mal angreifen. Kinder aus der Notlage befreien. So ist das nicht. Das ist nicht an mir zu beurteilen. Ich urteile nur nach dem Escheat. Im Auftrag meines Grafen. Mit anderen Worten, wenn es einem Menschen als Übernatürliches auffällt, dann klebe ich an deinem Arsch. Und wenn du damit ein Kind entführst, das ein Träumer ist, oder wenn die Mutter gar ein Träumer war, und du damit ihre Fähigkeit zu träumen zerstörst, dann unter Umständen auch ansonsten, die Menschen sind, wir sind unter ihnen und trotzdem fremd und nicht immer sind unsere Gebräuche ihre und unsere Moralvorstellungen ihre. Verstehe. Gut, der heutige Tag war sehr anstrengend für uns alle. Es ist kein Rauswurf, aber eigentlich schon. Wenn du etwas brauchst, meld dich. Ich grinse ihn einfach an. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Danke, bis hierher. Ich bin euer Mentor, da müsst ihr euch nicht bedanken. Dann danke für damals. Da habe ich nichts gemacht, du Trottel. Ich bedanke mich auch bei ihm, wenn er Frühstück macht und er ist mein Mitbewohner, also insofern ist das okay. Sie grinst. Du solltest dich auch bei mir bedanken. Ich wollte gerade sagen, bei ihm muss er aber auch vorsichtig sein. Warum? Sonst mache ich beim nächsten Mal einfach wieder Frühstück, ne David?
Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ich denke nicht, dass es morgen sein wird, werden wir das nachts tun und vielleicht einen Traum eines Menschen besuchen. Wie ist das bei euch gerade aktuell mit, ihr macht doch hier irgendwas, ne? Wir studieren. Ich habe mir das aufgeschrieben, Sekunde. Genau, wir haben noch knapp einen Monat, bevor ihr wieder in die Uni müsst. Das ist doch noch so, dass die ersten 2 Wochen für euch nicht wichtig sind, ne? Okay, bis dahin muss ich mir also was überlegen. Inwiefern? Ich weiß nicht, ob ihr und vor allen Dingen, ob ihr noch jeden Tag die Universität besuchen könnt. Ich habe damit schon fast abgeschlossen, wenn ich ehrlich bin, aber für mich ist dieses Studium auch nicht wichtig. Wir haben noch einen Monat Zeit, das sollte nicht das erste sein, worum wir uns kümmern und wir finden eine Lösung. Wir haben bisher bei jedem eine Lösung gefunden. Es sollte vielleicht ja, ich sollte da vielleicht drüber nachdenken. Nein, du hast genug anderes erstmal, worüber du nachdenken musst. Und wir, ich meine, du willst ja einen Abschluss am Ende. Und einen Abschluss kriegt man immer irgendwie. Okay. Nie wieder Prüfung schreiben, juhu. Solange bis ich mir welche ausdenke. Ja, toll. Wie gesagt, wir sehen uns nicht morgen. Kann man dazu sagen, wie banal? Kann man machen, wenn du mich beleidigen willst. Ärgerlich. Na gut, dann sage ich das natürlich lieber nicht. Ihr habt hier eine Abschrift des Escheyats. Wir sehen uns bald wieder und das sind die wichtigsten Regeln. Ich sag's nochmal, die wichtigsten. Ist das eine chimärische Abschrift? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Okay. Muss ich mir dann ein Buch davor legen, damit ich das lesen kann draußen? Wäre günstig. Die hält nichts aus. Kleiner Tipp, Studenten haben noch immer Blöcke mit dabei. Sie grinst. Das stimmt. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Du kannst dich einfach melden. Ich werde einfach vor eurer Tür stehen. Oder so. Ihr muss ja ab und zu gucken, nach dem Rechten. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Sophie geht dann auch hinaus. Entspannende Träume. Die wünsche ich dir auch. Und dann gehe ich auch. Hey, geht nach Hause. Das ergibt sogar Sinn. Gut. Ihr kommt vermutlich denselben Weg, wie ihr hingelaufen seid jetzt. Und offenbar ist die Zeit ein bisschen anders vergangen. Das heißt, die Kinder sind immer noch beim Versteckenspiel und die Sonne hat sich zum Beispiel keinen Millimeter bewegt und ihr musstet erstmal bis zu dem ganzen Schloss hinlaufen und zurück und so. Aber 1-2 besorgte Mütter werden es schon ihre Kinder zumindest in Gesprächen mit ihren Kindern sein und dann erschrocken zu diesem kleinen Weibsbild da gucken und dann werden die auch mit ihren Kindern den Spielplatz verlassen. Sophie geht hin. Es sei denn, sie spielt noch mit anderen Kindern. Naja, da sind noch ein paar, klar. Ach so, dann winkt sie ihr nur zu. Ja, und die winkt zurück. Und wenn sie noch am Spielen ist, dann behelligt Sophie sie nicht weiter. Ansonsten hätte sie jetzt mitgenommen, aber so. Nö, die ist dann noch am Spielen und Schlangi wickelt sich auch noch um irgend so einen Aster und grinst euch an. IQ sinkt vermutlich jede Sekunde bei diesem Vieh. Sehr gut.
Ja, dann. Lass mir die Kleine mal spielen. Hat ihn ganz schön mitgenommen, die Reise. Hm. Armer alter Krieger. Mir gefällt das nicht, dass wir ihn eventuell im Stich gelassen haben. Und ich glaube da nicht dran. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich denke schon, dass wir das irgendwie herausfinden werden. Bestimmt, sonst müssen wir den Schmied suchen. Warum? Wir haben keinen Eid geschworen. Sicher? Ja. Ich weiß, dass wir eingeschworen haben. Ja. Aber das war schon vor damals. Da hat man uns ja auch schon erklärt, welcher das war. Aber mit ihm haben wir keinen Eid geschworen. Es war ein Versprechen und er hat sich auf uns verlassen, aber es war kein Eid. Ich glaube eher, wenn ich ehrlich bin, dass dieser Krieg tatsächlich wichtig war. Und ich glaube auch, dass es am Ende darum ging, irgendwie zu verhindern, dass das passiert ist, was jetzt tatsächlich eingetroffen ist. Oder dass das der Grund war, weshalb wir uns überhaupt eingemischt haben. Also auch die anderen drei. Und ich glaube, dass es was mit dem Rat zu tun hat, dass sich nicht mitdreht. Und ich glaube, dass das der Grund war, weswegen es überhaupt zu dieser Einmischung kam. Du meinst das Jahreszeitenrat? Ja. Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen suspekt. Ich weiß es nicht, ob das der Grund war, aber ich vermute es ganz stark, wenn ich mir die Situation jetzt ansehe. Und es muss schon einen triftigen Grund gehabt haben. Ich weiß irgendwie, dass die Orakel sich aus den meisten Sachen rausgehalten haben. Und nur dann sich eingemischt haben, wenn es irgendwie das Gefühl hatten, dass etwas wichtig oder etwas verhindert werden musste oder etwas eintreffen musste. Aber ich weiß nicht genau, was das damals war, was uns dazu bewogen hat und was uns beide auch aus dem Versteck rausgeholt hat. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum dieser Traumstein versteckt werden musste. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich denke, dass es wichtig ist, das herauszufinden, denn vielleicht stehen diese Ereignisse in keinem Zusammenhang, vielleicht tun sie es aber auch. David? Mhm. Erst jetzt, wo ihr von dem Hof weg seid, wo ja alles flashy und träumerig war, bemerkst du, dass Sophie der winterliche Kältedampf, der immer so ab und zu um ihren Körper rumwabert, es ist ein bisschen weniger geworden als sonst so die ganze Zeit. Und sie wirkt, sie fühlt sich nicht beim Anfassen, sondern einfach das Gefühl, was du hast, wenn du sie ansiehst, etwas geschwächt an. Nicht stark, aber ein bisschen. Schön. Gucken wir sie noch ein bisschen an. Die ist gar nicht mehr so kalt. Ist dir warm? Mir ist immer zu warm. Ich meine, in den letzten Tagen. Was meinst du? Es ist erst ab dem Moment, wo sie vor dieser Rüstung eine Weile still rumstand. Ah, okay. Naja, du. Das klingt jetzt doof, aber du dampfst nicht mehr so stark.
Weil ich ja einen Teil der Energie ausgeben musste, um vergeben musste, um das Fenster zu öffnen, das mir gezeigt hat, was damals passiert ist. Oh. Okay. Dann kann man uns das also ansehen, wenn wir ihn verlieren. Ja, und das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir auch nicht. Wenn unsere netten Freunden die Tribute fordern und immer mehr Energie kriegen, wie ich das gerade richtig verstanden habe, dann sind die natürlich ziemlich mächtig. Ja. Kein Wunder, dass man die sich nicht angucken kann. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, dass die Ski an der Position sind, in der sie sind, um meine Meinung jetzt mal offen kundtun zu können. Ich glaube nur, dass sie so weit weg sind von der Welt hier, dass ihnen vielleicht jetzt ein gewisser Zugang fehlt oder das Verständnis oder die der Blick auf das fehlt, was für andere vielleicht wichtig sein könnte. Etwas, das sie nicht verstehen, wenn sie nur in ihren Höfen sitzen. Ich glaube, das ist es eher, was falsch ist. Die Menschen haben sich schon immer nach einem Anführer gesehen. Das ist schon immer so gewesen. Und ich glaube, dass es irgendwie die Aufgabe der Ski ist, ob aus welchem Grund auch immer, vielleicht sehen sich die Menschen danach, weil sie die Ski aus früheren Tagen noch kannten. Vielleicht ist das auch umgekehrt, das weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass sie den Platz, den sie jetzt innehaben, vielleicht irgendwie auch zurecht haben. Aber sie benutzen ihn nicht richtig. Auch das würde ich nicht sagen. Sie benutzen ihn nach bestem Wissen und Gewissen. Nach dem Sommer hast du immer. Ja, aber nach dem Sommer kommt der Winter und das geht in Reihe rum. Ja, das ist es. Ich weiß nicht genau, ob es nur die Hochkönige sind, die diesem Weg folgen und es vielleicht andere gibt, die das nicht möchten. Andere gibt, die dieses System zurückhaben wollen, die Veränderung, die Dynamik. Wahrscheinlich, aber ich glaube, dass es jetzt zu früh ist, da irgendwie etwas zu machen. Aber ich denke auch, dass es einen Grund gibt, weshalb ich diesen Traum hatte. Und dass es vermutlich früher oder später darauf hinauslaufen wird, dass ich versuchen werde, an diesem System zu rütteln. Das kann sein, dass es so endet wie die letzten Male, als ich es versucht habe, irgendwas zu verändern. Es kann auch sein, dass, ich weiß es nicht. Ich sag dir das nur deshalb, weil du dich irgendwann entscheiden müssen wirst, ob du diesen Weg mit mir gehen willst oder nicht. Zieh mal kurz nach dem Bauch. Ich bin diesen Weg schon einmal mit dir gegangen, ganz offensichtlich. Das heißt nicht, dass du es immer tun musst. Du bist mit mir auch schon denselben Weg gegangen oder einen ähnlichen Weg. Ich habe dich dazu angestiftet. Vielleicht. Aber dann aus gutem Grund. Mal schauen. Aber das ist etwas, was bitte unter uns bleibt. Ich habe noch niemandem von den Bildern erzählt und ich habe auch noch niemandem von dem Traum erzählt und ich werde es auch nicht tun. Du hast mir von deinem Traum auch noch nicht viel erzählt. Weil du ihn gesehen hast. Stimmt. Ich erinnere mich.
Die Bilder sind nur ein schaler Abklatsch von dem, was dort wirklich war. Aber im Grunde ist es genau das. Waren die eigentlich farbig? Ja. Okay. Ziemlich viel Geld verbraucht in letzter Zeit. Geld? Geld. Ach so. Braun, Ocker. Grau. So schöne verdorrte Pflanzen überall. Yay. Keine Pflanzen mehr. Nur noch Staub. Oder das. Ich habe nur irgendwie im Gefühl, dass die Zeit kommen wird, da ich diese Sache vermutlich irgendwann mit der Welt teilen muss. Dann sollten wir deine drei Freunde treffen. Noch nicht jetzt. Wir müssen, glaube ich, jetzt tatsächlich erstmal wirklich ein bisschen lernen, uns in dieser Gesellschaft zu bewegen. Ich möchte nicht auf meinem Weg irgendwann irgendwelchen... Schon wieder getötet werden, ja, ja. Oder, ich weiß nicht. Und je nachdem, wie es dieses Mal läuft, wird mein Weg vielleicht auch lang sein. Es ist auf jeden Fall eine Mannesaufgabe, wenn wir da oben ranruckeln werden. Ich habe die Zeit. Wenn die anderen die Zeit haben, habe ich die Zeit. Orakel sterben nicht, solange alle vier von ihnen am Leben sind. Erwacht sind. Wie habe ich denn das damals formuliert? Es wurde gesagt, also ich glaube, nach dem, was du mit mir abgesprochen hattest, war es so, dass es nicht mal so war, wenn ein Orakel sich vergessen hat, sondern da musste mehr passieren. Da mussten sich, glaube ich, zwei vergessen haben, damit man wieder zurückgerutscht ist, weil das sonst zu wahrscheinlich ist, dass es passiert oder irgendwie sogar noch mehr. Also da musste schon, also wenn eins tot war, definitiv. Nee, das meine ich alles gar nicht, aber es reicht auch, wenn einer sich unwiederbringlich vergisst, aber dafür müsste der natürlich auch schon, da müsste einiges passieren. Ne, da müsste der den ganzen Tag RTL gucken für zwei Jahre lang. Und da kannst du immer noch eingreifen. Aber das geht nicht darum, sondern du bist schon sterblich, du alterst nur nicht. Ja, ja, das meine ich doch. Okay. Ja, ja, nee, klar, das ist klar. Du hast gesagt, ich altere nicht und also so wie Sachen. Die wahren Feen früher. Ja, und so Sachen wie irgendwelche so weiß ich nicht, akute, eher so schleichende Sachen wie Krebs oder irgendwas anderen. Keine Fee kriegt Krebs, keine Fee kriegt Krankheiten, außer magische. Das wisst ihr, ihr beide könnt den ganzen Tag rauchen und euch die dickste Leberzirrhose eures Lebens holen. Auch als Mensch. Krebs ist was für Lappen. Ist ja okay. Nee, das ist auch für euch beiden. Also fangt jetzt ruhig an, hier dick und fett Bonawachs zu trinken oder so. Läuft. Naja, auf jeden Fall, solange die Orakel da sind, solange sie alle vier in irgendeiner Form existieren, in der ihre Feenseele nicht verloren ist, haben wir Zeit. Aber sobald eine von ihnen verloren ist oder tot ist, sie zuckt mit den Schultern. Tauchen wir erst wieder auf, wenn alle vier wieder bereit sind zu erwachen. Das ist natürlich nicht so fein. Das kann bedeuten, dass wir mehrere hundert Jahre leben. Es kann bedeuten, dass es nur zwei Tage sind. Es könnte bedeuten, das ist ja kacke. Dann krepiere ich dir weg irgendwann als alter Greiz.
Und ich bin immer noch 22. Fick dich. Nein, jünger, 21. Ey. 20. Machen wir einen Deal. Wenn wir 30 sind, schickst du mich zum Prinzen, dann arbeite ich da. Da halte ich auch nicht mehr. Ich werde doch jetzt nicht alleine alt. Was ist denn da mal los? Wie fies ist das denn? Ja, du findest das witzig. David, wie viel hast du nun Okkultismus? Ich prüfe. Viel. Also nichts. Yep. Sophia 3, ne? Ja, ich hab sie offen. Tschüss. Okay, Sophie. Mhm. Du erinnerst dich ganz dunkel, dass David einmal Zeit mit einem Menschen nicht tauschte gegen einige Dienste, die er ihm machte. Zeit mit Menschen zu tauschen ist natürlich... Man kann auch Zeit mit Feen tauschen, das wird noch keiner tun. 1:1, kein Problem, easy going. David wollte auch damals nicht altern, er war immer Mann, in der Hinsicht war er ein wenig eitel in diesem Leben. Und er tauschte das Leben dieser jungen Maid zum Tauschkurs, einen Tag ihres Lebens für eine Stunde für ihn. Und in wenigen Stunden ergraute sie und fielen sich zusammen, aber ihm ward ein paar Stunden gegeben. Immerhin hatte er geholfen, die ganze Küche war blitzblank, das Mahl für ihren Gatten war bereit, der Kuhstall war ausgemistet, okay, das ist keine Frauen, doch, das war bestimmt auch eine Frauenarbeit. Was weiß ich, solche Dinge waren alle gemacht, es war fair. Sie lächelt ein bisschen, so im Laufen, wirkt auch wieder ein bisschen abwesend, wie das häufiger mal so ist. Schaut dich dann an. Ich glaube, da warst du schon immer ein bisschen eigen in dieser Tatsache. Okay. Du kannst dir Zeit erkaufen. Schön, wie? Von Menschen, von Feen. Du lässt sie dir geben. Du lässt sie dir schenken. Du schließt einen Handel. Du nimmst sie ihnen. Ja, das ist aber doof für die, würde ich sagen. Ja, damals sagte er, wenn du willst, dass ich etwas meiner Zeit opfere, um all diese Dinge für dich zu tun, die bestimmt mehr als ein Tagwerk sind, so ist es doch nur fair, wenn du mir etwas deiner Zeit gibst. Ja, so fing's an. Also, finde ich auch fair. So ist das nicht. Sophie sagt dazu nichts weiter und geht lächelnd weiter. Was passiert, wenn ich mit dir Zeit tausche? Ich werde mich auf diesen Handel nicht einlassen. Nur mal so rein hypothetisch. Du kannst nicht altern. Das heißt, du kannst zu viel Zeit vergeuden, wie du willst. Also, sie mir quasi geben für wichtige Aufgaben. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, David. Na. Ich glaube, der Traum wird da dann einschreiten. Naja, nur weil man ihm ein Schnüppchen schlägt. Da hat er, der hätte rechnen mit dem Training müssen, als er die Regeln gemacht hat. Ich habe die Regeln gemacht, ich befolge sie nur. Das stimmt nicht ganz, ansonsten würdest du dein Los akzeptieren und... Wieso mein Los ist es, die Hausarbeit für andere zu machen, um länger zu leben? Finde ich okay. Das muss ja nicht mal Hausarbeit sein. Wie
Wir finden schon irgendwann eine Lösung. Bestimmt. So, was mache ich jetzt eigentlich? Ich glaube nicht, dass ich so unendlich viele Leben gab, wo ich dich zweimal gefunden habe oder dreimal. Dafür bin ich zu abhängig von den anderen. Ja, wenn die es verkacken, bist du auch am Arsch. Ja. Das wäre ziemlich kacke, weil dann kannst du dich von heute auf morgen jetzt nicht mehr anders erinnern. Meh. Stört es dich dann, wenn ich denn deinen Körper nehme und ihr dann sage, ja, ich erkläre dir alles, das dauert eine Weile. Das ist die Zeit, schuldest du mir dann aber? Nur so. Sophie schaut dich echt strafend an gerade. Hey, du bist doch nicht mehr da dann, quasi. War nur eine rein rhetorische Frage. Vielleicht finde ich dich dann ja auch mal wieder. Ja, ich höre ja schon auf. Mir scheint, dass du ein bisschen übermütig wirst. Was man wohl mit diesen ganzen Deals so alles erreichen kann. Du, auf den Titel bin ich irgendwie stolz. Ich weiß nicht genau warum, aber. Ich habe da anscheinend irgendwas bewegt und das war ziemlich awesome. Außerdem habe ich dieses coole Kuckrohr. Ich weiß nur noch nicht, was daran so gefährlich sein soll. Hast du mal durchgeguckt? Bin ich dazu schon gekommen? Dann sollten wir jetzt nach Hause gehen und du guckst einfach mal ins Haus gegenüber. Das ist eine gute Idee. Ihr geht nach Haus. Der Hauswart wird euch ermahnen, die Schuhe abzutreten und die Türen nicht zu knallen. Sophie tätschelt ihn, wenn sie nach oben geht. Ich schließe leise die Tür. Geht in euer Zimmer. Also nee, ihr wollt ja nochmal gucken, was mit dem Ding ist. Du willst jetzt quasi ein Fenster öffnen, mit dem Ding aufs gegenüberliegende Haus gucken. Sophie will in ihr Zimmer. Okay, dann ja. So rum. Was begehrst du denn zu sehen? Naja, erstmal was da hinten ist, so. Die hübsche Studentin von gegenüber, hm? Nee, warte, du legst ihm doch schon wieder Brüste in den Mund. Ja. Nein, das ist, also ich weiß ja nicht, wer da hinten wohnt. Also von daher einfach ja, nur mein Neugier. Das ist vielleicht nicht für seine Nachbarn, das stimmt. Nein, ich sag mal so, ich meine, das ist ein ausgezeichnetes Fernrohr. Du musst nichts daran einstellen. Ich meine, du hast verschiedene Drehrädchen und Knöpfchen irgendwie. Aber es stellt sich selbst scharf auf den Punkt, den du gerade fixieren willst. Und es ist wirklich von ausgezeichneter Qualität. Auch die quasi der Fokus wird eingestellt, sodass du genau so viel Fläche auf einmal sehen kannst, bis zum kleinsten Mauerriss, wie du das gerade möchtest. Es ist kein Mikroskop, aber schon ziemlich gut. Nice. Du kannst dir gut vorstellen, dass damit noch deutlich mehr geht, denn es ist verdammt nochmal Davids gefährliches Kuckrohr. Aber Just funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, wenn ich da ganz weit Entfernung sehen kann, möchte ich mal gucken, wie nah ich denn quasi irgendwelche anderen Dinge sehen kann. Wie nah, oder was? Ja, genau, also, ne, also zur Not drehe ich mich halt um und gucke woanders hin. Das ist halt so. Ja, es irgendwas ist wie gesagt kein Mikroskop, aber du kannst damit, wie mit einer sehr starken Lupe auf jeden Fall die Dinge in Augenschein nehmen. Awesome! Nicht auf die größten aller Entfernungen, aber wenn du dich jetzt quasi umdrehst und bis in die Küche rüber glupschst, dann kannst du da durch den ganzen Flur und durch dieses Zimmer und durch die Küche auf jeden Fall die Wand gut vergrößert sehen. Lupen rein. Groß. Das gefällt mir. Ha. Hab ich gut gemacht. So ist es. Ja, ich pack das, Das Ding ist übrigens nicht chimärisch, ne? Ja, das ist richtig. Es ist real, um es mal so zu sagen. Das ist schon ein bisschen cool. Jetzt habe ich eine Nahsache. Jetzt will ich noch eine ganze Sache haben, die ganz weit weg ist.
Ist der Mond schon aufgegangen oder sowas? Nee, es ist ziemlich früh am Morgen, ne? Inzwischen ist es irgendwie Nachmittag. Der Mond ist bestimmt noch nicht aufgegangen. Bergzoo irgendwie, dort war es in der Richtung, das ist schon ein ganzes Stück. Ja, ich steig quasi mal so. Nee, du willst deine Mond entfernen, also du willst was richtig weit weg sehen. Ja. Wenn du aufs Dach kletterst. Genau, ich kletter damit aufs Dach und dann. Schauen wir mal. Ich könnte jetzt mal nachgucken, wie weit das entfernt ist. Warte mal kurz. Na, endlich. Also, in 1,5 Kilometer Entfernung beim Marktplatz kannst du auf jeden Fall noch bei der Kirche unserer lieben Frauen die Dachschindeln einzeln zählen und du wirst nicht jeden Dreck drauf sehen, aber größere Vogelkotflecken oder irgendwelche schadhaften Teile wirst du da schon auf jeden Fall noch gut erkennen. Wow. Das ist schon ein bisschen awesome. Ja. Krass. Wie gemacht für ein Scharfschützengewehr? Ja. Nur schießen die Scharfschützen nicht so weit. Die Gewehre nicht so gut. Obwohl 1,5 Kilometer kriegt man hin. Na, wenn du so ein Ding bauen kannst, dann musst du ja wohl ein Gewehr bauen können, was so gut schießt, oder nicht? Und dann mit reinem Eisenkugeln verschießt. Ja, ja. Ich hätte den Krieg damals gewonnen, wenn ich das könnte. Ich meine, ich allein. Ich meine, offenbar wäre nach seiner Zählung jede Kugel in dich selbst auch eingefahren, aber ansonsten wäre cool. Sophie geht derweil mit ihrem Block irgendwie hinunter in den Hof, zündet sich eine Zigarette an, hat eine Tasse Tee und versucht irgendwie diese Ereignisse von dem Krieg damals aufzuarbeiten und hofft einfach dabei, dass sie sich irgendwie vielleicht noch an ein paar kleinere Details erinnert oder irgendetwas. Also sie geht das Ganze irgendwie nochmal durch, tut das in Form dieser Skizzen oder Zeichnungen, einfach weil ihr das irgendwie hilft, sich darauf zu fokussieren. Aber sie macht das irgendwie so. Leute, wie lange machen wir noch? Ich hab Zeit. Nicht mehr lange. 20 Minuten noch voll, sagst du. Also bis um, meine ich. Circa. Jo. Okay, gut. Ich schau kurz zu, was sie denn so macht, weil ich kann ja unterkommen. Stimmt. Ja, du kannst auch ausgezeichneter Blick in ihr Dekolleté. Ach nee, scheiße, die hat vermutlich in beiden Gestalten kein besonders gutes. Mann, die ist für nix zu gebrauchen. Also. Wer sagt das denn? Na, von dem Kleid, was du beschrieben hast und von der Kleiderordnung sonst, die du bei dem Bild, was von Sophie hat. Es tut mir leid, ich wollte nicht verschlussfolgern. Aber Sophie. Ja. Sophie. Hier mehr zu erfahren aus deiner Erinnerung wird schwierig. Vielleicht ist es einfacher am Ort des Geschehens. Höchstwahrscheinlich ja, aber trotzdem arbeitet sie das Ganze irgendwie so auf. Das war auch eher ein Hinweis. Ja. So ein ganz versteckter, weißt du? So eine Zaunslatte, die ich in deinen Schädel gebohrt habe. Gut. Sophie, dein Händel rappappelt auch. Sie erschreckt sich im ersten Moment, vor allen Dingen, weil irgendwie sie sich ja daran erinnert hat, dass sie dieses Ding vor Ewigkeiten mal ausgemacht hat und auch irgendwie schon ewig, also jetzt schon seit Tagen gefühlt da nicht mehr drauf geguckt hat. Und nimmt ab. Mensch, Sophie, das ist aber schön. Ich versuche dich nämlich schon seit Tagen zu erreichen. Wally, hi. Wir haben uns schon 3 Wochen nicht mehr gesehen. Du? Ich dachte ja, wir sind Freundinnen fürs Leben. Zumindest für ein paar Jahre und wir können so tun fürs Leben. Hi. Hi. Hast du denn mal Lust, irgendwann was zu machen? Wie wär's denn mit morgen? Klar.
Wo willst du hin? Oder was willst du machen? Boah, ich will einfach, keine Ahnung, mal einen Kaffee trinken gehen oder ich komme natürlich auch nochmal in eure Bruchbude oder du kommst her und lachst Körperklaus aus oder so. Ist mir eigentlich egal. Einfach mal labern? Kaffee? Ja, mir egal. Also ich meine, ich bin ja glücklich, dass ich dich mal überhaupt erwische. Da muss es gar nichts Großes sein. Ich bin da sehr genügsam. Höre ich da versteckte Vorwürfe? Naja, ich bin's ja gewöhnt, aber das ist schon ganz schön lang. Tut mir leid, es war irgendwie viel. Wir hatten schon mal irgendwann abgesprochen, dass du dann sagst so, ah ja, sorry, ich war übrigens weg und bin wieder da. Das können wir mal wieder einführen. Ja, Mutti. Wir hatten auch eingeführt, dass du das unterlässt. Weißt du das noch? Nee. Das war uns beiden sehr wichtig. Uns beiden. Der Teil von uns beiden, der hier zählt. Danke, ich bin also nichts wert. Gut gemacht. Das war gut. Was soll ich denn da jetzt sagen? Ja doch, aber... Jetzt fühle ich mich wie ein Typ, Alter. Ja, komm, wir machen Kaffee, klar. Cool. Machen wir das dann morgen irgendwie aus oder... Ja, ne? Morgen Nachmittag. Ja, wir treffen uns einfach irgendwo da Geiststraße oder so. Okay. Passt das. Cool. Dann bis morgen. Übrigens habe ich ich habe deinen Vermieter neulich gesehen. Nee, warte, das war heute, genau. Der war irgendwie bei so einem Obstladen und hat ihm irgend so ein komischer Typ da was erzählt? Mit so einem krassen Doppelkinn und der ist einfach rumgelaufen, keine Ahnung. Und dann hat er die Melone einfach volle Bude auf dem Marktplatz gepfeffert und die ganzen Orangen noch hinterher. Dann hat er natürlich nicht bezahlt. Der war auch außer sich. Und dann ist der abgedampft. Kannst du mir eigentlich... Muss ich die Polizei mal rufen, wenn du die Miete nicht bezahlen kannst? Nö. Im Voraus oder so? Okay, gut. Ich weiß es auf jeden Fall, warum das alles so günstig ist. Das ist doch schön. Der Typ ist friedfertig. Ja, genau. Dem Schaum vorm Mund, dem konnte ich das ablesen. Naja, wahrscheinlich, keine Ahnung, weswegen die sich da gefetzt haben. Du musst dir keine Sorgen machen. Ja, er war nicht wütend auf den, das war irgendwie was er dann ihm erzählt hat. Achso, na dann, das ist doch easy. Wenn du natürlich irgendwas in Erfahrung bringst, habe ich ja auch kein Problem, wenn du mich an Klatsch und Tratsch teilhaben lässt. In meiner WG ist gerade kein Potenzial, die sind alle so friedfertig. Oh. Ja. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, der ist gar nicht da, aber... Nein, du sollst ihn da jetzt bitte... Am besten fragst du ihn und sagst, dass ich das wissen will. Genau das wollte ich nämlich. Du weißt genau, was ich meine. Ja. Aber es macht immer wieder Spaß, dich zur Weißglut zu bringen. Ich hab dich so vermisst. Ich weiß. Schön. Überlegst du dir das jetzt nochmal mit unserem Treffen morgen? Denkst du, einfach kommst du mir davon, aber Mutti ist besorgt. Okay. Die Stimme könnte ja vom Bann kommen. Alles klar, Mutti, dann bis morgen. Fick dich! Zu viel legt auf. Guckt irgendwie auf ihr Handy und legt es kopfschüttelnd beiseite. Deli? Mhm. Man kriegt doch auf dem Smartphone eigentlich nicht einfach so Werbung, ne? Also wenn du nichts machst. Okay, Sophie, du hast Werbung auf deinem Smartphone. Für eine neue App. Aha. Man bietet dir an für nur... Was kostet so ein Ding im Normalfall, Daddy? Die meisten sind sogar so frei. Frei bis 0,99. Quasi, also 99 Cent. Okay, für nur 99 Cent. Scheiße. Nein, für 1 Euro und 1 Cent kannst du dir
das Banachronometer kaufen. Das zeigt dir dann an, wo in Halle gerade die schlimmsten Wellen sind. Du weißt schon. Das ist quasi wie Verkehrsnachrichten mit Staus, bloß nützlich. 1 Euro und 1 Cent, sagst du? Natürlich 1 Euro und 1 Cent. Wie viel sollen das sonst kosten? Das klingt total vernünftig. Ja. Das ist die neueste Entwicklung von Claudius McAwesomeson. Mhm. Das klingt total vernünftig. Von der, also der Betreiber oder die Firma, die da angegeben ist, ist Fuck You. Ja, auch solange die tatsächlich 1 Euro und 1 Cent wollen und nichts anderes, also solange da wirklich ein Betrag steht. Willst du dir etwa die AGB durchlesen? Ja, in diesem Fall schon. Hast du von South Park gelernt, oder was? Ja. Also, naja, du wirst halt zu einem Human Centipede gemacht. Nein, sieht eigentlich alles ganz vernünftig aus. Sie geben nicht 100%ige Gewehr und so ein Shit, das ist halt normal. Es ist auf jeden Fall, wird angemerkt, dass wenn du darüber mit jemandem sprichst, du den Namen Claudius McAwesomeson zu nennen hast. Dem würdest du zustimmen. Und 1 Euro und 1 Cent, ja. Hä? Ach so, du meinst, wenn ich in irgendeiner Form jemandem sage, dann muss ich sagen, dass Claudius McAwesomeson irgendwie sagt, dass... Da steht hier Paragraph 741.000. Steht auch wirklich da, es ist bloß wirklich nicht so viel. Sollte je die Rede über den Entwickler dieser Applikation sein, ist von ihm als Claudius McAwesomeson zu sprechen. Okay. Easy. Dann selbstverständlich. Ausgezeichnet. David, wenn du irgendwann dein Handy in die Hand nimmst, hast du das natürlich auch. Sehr gut. Ich mach das auch. Geil. Und in der Tat lese ich mir vorher die AGBs auch durch. Also. Ja, das dachte ich mir. Uns ist allen klar, dass wir niemals daran denken werden, ne? Keiner von uns. Aber ist nicht so schlimm. Natürlich. Kann uns keiner nachweisen. Ich werde es definitiv vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss. Und dann nächste Woche machen wir erstmal schön Walli, würde ich sagen. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Fellatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. Hallo, ich habe keine Zeit. Also fasse ich mich mal ganz kurz. Tue ich natürlich nicht, ne? Aber ich habe mit Flummi in der Zeit, wo wir halt nicht spielen konnten... Also nicht mit Daddy spielen konnten, nochmal alleine was er spielt und hab's aufgenommen, aber das kannst du nicht machen. Also das kann ich nicht hochladen, weil das ist ja auch egal. Und da sind nur ein paar Sachen passiert, die aber vielleicht Relevanz haben. Die meisten werden in der nächsten Folge sowieso angesprochen, aber erzähl einfach mal schnell. Also. Erstens, Sophie hat ein Bild vom Wanz dir malt, und zwar am Boden liegend, mit dem Gesicht weggedreht, auf gesprungenem Boden, tot, und drüber eine Gestalt auf allen Vieren. Also nicht Gollum, sondern eine etwas breitere, aber kein gewisser Muskelprotz. So, damit ist die zu Xandro gegangen, und der meinte, der würde darauf achten. Aber vielleicht sei es ja auch der Wanz, den sie dargestellt hätte, der ein Menschenkind so hätte aussehen lassen, wie sich selbst. Und, ne? Und der Wanz ist in Wirklichkeit die Person auf allen Vieren, die das Menschenkind frisst oder so, kann ja sein. Dann irrelevanter Kram mit Walli, und dann hat Sophie Besuch bekommen von einer Roadkappe namens Aaron Knirsch. Es ist ganz besonders wichtig, solche richtig dumm Namen zu wählen, die ne, wie in Märchen, da heißen die ja auch immer, oder Kindergeschichten, da heißen die ja auch immer nach der, also so bezeichnend, ne? Hab vergessen, wie das heißt, ist auch egal. So, Jack kam vom Hof der Baroness,
und hat dir überreicht eine Schneekugel mit echtem Schnee drin, der aber halt nicht schmilzt und der immer fällt, ohne dass man sie schütteln muss. Und da ist im Wesentlichen nur Sophie und Barnaby drin, also als Gestalt und noch so Umgebung. Außerdem ist natürlich kein Scheiß Wasser drin. Dann hier noch, ja, du bist ja ganz am Hof der Baroness willkommen, wenn du mal vorbeikommen willst oder so ein Shit. Aber wegen Verdammt wird es vielleicht ein bisschen komplizierter hinzukommen. Man weiß ja, wie es ist. Dann war sich kurz über Nöcke aufgeregt. Zitat, die habe ich hier fressen. Dann richtig dummes Lachen. Und ich habe da auch noch ein gespickt, dass man mit der Nöcke-Rohpost sehr viel unpräziser formulieren kann, als ihnen das am Anfang gesagt wurde. Also sowas wie der Typ, wenn du eine Nachricht schreibst und dann als Adressaten, der Typ, den ich gestern Abend gesehen habe mit den roten Schuhen, der mich dumm von der Seite angequatscht hat, dann findet die jetzt hier schon. Schön. Sophie fragte, warum Jans Leipzig, also der Hofstaat der Baroness, bei deren Feier so früh abgedampft sein. Und die Antwort war, sie hätten genug mit den Vampiren zu tun und haben da keine Zeit. Sie hörten nicht auf solche Feierlichkeiten, denn der Winter ist nicht für Prunk und Protz. Dann eine Andeutung, dass der Graf den Rotkappen wohl weniger freundlich gegenüberstünde. Und dass die meisten dort sowieso nicht gekommen wären, wenn die Baronesse nicht gezwungen hätte, denn das ist nun mal üblich, wenn neue Feen auftauchen und ihren Namen kriegen und sowas, ne? So. Und dann sind es noch ein paar Sachen, die Sophie an David weitergeben wird in der nächsten Folge. Es war eine relativ für die Verhältnisse nette Rotkappe. Für einen offiziellen Vasall bestimmt etwas wenig formell. Aber naja, geht schon. Schön, das wollte ich noch angemerkt haben. Ach scheiße, das steht noch mehr. Fuck, da war ja was. Mist, ja. Also, dann ging es noch kurz weiter, dass Sophie im Garten Roland sah, der starr wie Marmor rumsaß und auch durch Anpieksen nicht zu wecken war. Und da war auch die Haut wie Marmor, als sie ihn anpiekst, und auch die Haare waren wie Marmor. Und wenige Minuten oder Stunden, hab's vergessen, irgendwann später, als sie ihn fragte, meinte er, hätte halt Zeit verkauft. Also Seide offenbar. Und in der Zeit, also wenn man da Zeit verkauft, habe ich mir gedacht, es ist dumm, wenn ich was vom Lebensende wegnehme, weil Schicksal und so wären dann wieder so eine Sache. Sondern man verkauft die und dann sitzt man halt danach die nächsten x Minuten, die man verkauft hat, da wie, oder Stunden oder Jahre, wie eine Marmorgestalt. Man kann aber auch in der Zeit nicht verändert werden. Ne? Weil problematisch sonst. Also sowas wie, du kannst ihn halt nicht kaputt machen in der Zeit. Kannst ihn auch nicht anmalen, was sehr schade ist. Sehr schade. Und bei dem kurzen Gespräch dann noch hat er seine Meinung zu Thorald gesagt, von dem er alles andere als begeistert ist. Also es täte ihm auch leid, dass sie unter ihn geraten seien. Hat ihn mehrmals Verräter genannt. Auch unschmeichelhafte Nazi-Vergleiche gebracht. Und solche Sachen wie Thorald ist jemand, der mit Stolz dem Bettler die Hand abpackt. Weil der halt, ne, weil das halt das Gesetz verlangt. Und er meinte, dass es halt ziemlich erbärmlich sei, dass dieser hässliche Troll immer so täte, als er sei ja nicht mit allem einverstanden, was da oben im Schloss passiere, aber trotzdem alles vollstreckt, weil es ja die Ehre gebührt. Mit anderen Worten, wenn man nicht einverstanden ist, soll man auch mal das Maul aufmachen. Naja, die verstehen sich also ganz hervorragend. Aber ich denke, das war es jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal.